5.378 Kilometer Australien mit Singapore Airlines. Täglich im Airbus A380 ab Zürich. Sie lieben den Shoppen und sie lieben ihre Milch. Australien ist das Land der freiwilligen Helfer. Die sogenannten Volunteers prägen das Lucky Country. Völlig relaxed, completely relaxed. Genau darum besuche ich die Corinne Thomas. Sie kümmert sich ehrenamtlich um verwaiste Kängurus. Yeah, that's enough. So, das reicht. Hier für das Maul. Kannst du was? Der Schießdreck da, der he just. Ah, sie hat ihr Geschäft gemacht. Yeah. Great. Okay. So, jetzt. Sie ist so niedlich. She will just jump in. Yeah. Sie springt rein und schläft. And she's ready to go back to bed. Okay. So now we'll just take them. Jetzt können sie ein wenig trainieren und ihr Geschäft machen. Okay. And they can go to the toilet. Yeah. Auf diese Seite? Okay. Ja, darüber. Was ist deine Motivation für die Freiwilligenarbeit? Ich mache das, weil ich eine große Leidenschaft für die Tiere habe. Ich bin überzeugt vom Einsatz unserer Organisation. Wir versuchen, diese einzigartigen einheimischen Tiere zu schützen. In Australien leben einige der seltensten Tiere der Welt. Die müssen wir schützen. Das Känguru und der Emu sind unsere Wappentiere. Es ist unheimlich toll, wenn wir sie nach der Pflege wieder freilassen und sie zurück in die Wildnis gehen. Okay. Die meisten von diesen Waisen haben ihre Mütter bei einem Autounfall verloren und hänge ohne die Fürsorge von der Corinne nicht überlebt. Freiwillige Helfer wie die Corinne prägen das öffentliche Leben in Australien. Seit 2 Wochen und fast 4'000 Kilometer bin ich jetzt unterwegs. Heute zeigt mir der Urs Welterlin, der Korrespondent vom Schweizer Radio und Fernsehen, die Hauptstadt Canberra. Absolut, ja. Jawohl, das ist eine auf dem Reisbrett gezeichnete Stadt. Und das macht sie, aber erstaunlicherweise nicht weniger kompliziert. Wir besuchen das Nationalkriegsdenkmal. Ich war überrascht, dass es das in Australien überhaupt gibt. Der Urs klärt mich aber auf. Australien, geprägt von seiner Zeit als englische Kolonie, ist an der Seite von seinem Mütterland in etliche Kriege und Schlachten gezogen. Ich lerne eine unbekannte, bedrückende Seite des glücklichen Kontinents kennen. Über 100'000 Australier sind in verschiedenen Kriegen gestorben. Ladies and gentlemen, that concludes the last post ceremony. We thank you for visiting the Australian War Memorial and wish you a very good evening. Das nehme ich an, sind die Gedenktafeln. Ja, das ist der Name von allen Gefallenen. Ja. In den vielen, vielen Kriegen, wo Australien dabei war. Ja. Also ist Krieg eigentlich, wenn man so will, ein noch wichtiges Thema für das Land? Extrem wichtig. Also auch. Es ist auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Vor allem unter dem Premierminister John Howard, der 1996 gewählt worden ist, Konservativer.
der hat das wieder richtig zelebriert. Der Urs entdeckt einen prominenten Gast, der Warren Truss, Vizepremierminister von Australien. Monatelang haben wir ohne Erfolg probiert, einen Interviewtermin mit dem Premierminister zu bekommen. Zu unserer Überraschung lädt uns der Vize spontan ein, ihn zu begleiten. Da oben ist er. Mr. Truss. Herr Truss, wen suchen Sie? Ah. Wer ist das? Who is it? My great uncle. Mein Großonkel. Yes. Ah, okay. Er ist in Frankreich beerdigt. My uncle, I am sure. Ich bin sicher, mein Großonkel zog nicht aus Heldentum in den Krieg, geschweige denn, weil er unser Land verteidigen musste. Er ging, weil es seine Pflicht war, aber in erster Linie, weil das Leben in Australien damals sehr hart war. Von seiner Farm konnte er mehr schlecht als recht leben, verdiente als Minenarbeiter etwas dazu. Ich vermute, ein wichtiger Anreiz, in den Krieg zu ziehen, waren die regelmäßigen Mahlzeiten in der Armee und die Möglichkeit, Europa zu sehen. Das hätte er sich sonst nie leisten können. Zum Abschied meint der Warren Truss nachdenklich, vielleicht zieht Australien uns Dankbarkeit in all die Kriege. Dankbarkeit dem eigenen Land gegenüber, dem Lucky Country, was vor Kriegen verschont geblieben ist. Ich frage mich, wie viel kostet euch das Glück? Mit Sicherheit zu viel für all die Kriegsopfer. Nach dem Ausflug lernt die Familie von Urs Welterlin kennen. Christine, seine Deutschfreu und der Sohn David. Einer fehlt noch. Der Sohn Samuel wohnt seit kurzem hier in der Hauptstadt bei einer Gastfamilie. An einer öffentlichen Schule macht er die internationale Matur. Die Mutter Christine hat ihren Sohn schon länger nicht mehr gesehen. Sie war gerade in Europa, auf Besuch bei Verwandten. Michael! Ich habe dich erst gerade gesehen, gell? So. Hallo. Hallo. Ich bin Sven. Sven. Ja, freut mich. Das ist unser Klein. Genau. Wie lange ist es her? Das letzte Mal gesehen, den Sohnemann? 3 Wochen. 3 Wochen. Ja. Eine lange Zeit für jemanden. 3,5 Wochen fast. Ja, ja. Also, jetzt rollen wir wieder hier runter. Über das Wochenende kommt Samuel mit heim. Die Familie Welterlin lebt eine Autostunde von der Hauptstadt weg. Es ist eben schon so, als Familie, wir haben ja keinerlei Verwandte hier. Ja. Wir, alle unsere Verwandten sind in der Schweiz oder in Deutschland. Mhm. Also wir haben nicht weder Schwestern noch Brüder noch irgendetwas hier. Ja. Und darum sind wir doch sehr, sehr, und wir leben auch relativ isoliert. Ja. Darum sind wir doch sehr, sehr eng zusammenhängende Familie, wir vier. Ja. Darum ist das schon ein ziemlicher Einschnitt, dass jetzt der Samuel, auch wenn es nur eben eine Stunde weg ist, jetzt noch jemand anders in die Schule geht. Ich bin gespannt, wie die Familie Welterlin lebt. Wir fahren aufs Land. Das ist extra, oh, extra für Schweizer Fernsehen. Jo, grossartig. Und ich finde, das Grössenverhältnis bin ich eigentlich. Ja. Der Urs Welterlin hat schon in seiner Jugend von einem Bauernhof geträumt. Heute betreibt der Journalist in Gundary eine Hobbyfarm. My home is my castle, ne? Jawohl, kann man sagen. Das ist Wombat Creek mit Hund. Der Moritz, der kommt jetzt hier. Eier, Eigenproduktion. Jawohl, Eigenproduktion, Eier, richtig. Der Urs und Christine haben sich vor über 20 Jahren in Australien kennen und lieben gelernt. Mit ihrem damaligen Partner sind sie in Australien in einer Ferien und sich zufällig über den Weg gelaufen.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, man darf ihn nicht alleine mehr draußen lassen mit dem Hund. Ja, genau. Ja, das ist so unser Gehöft sozusagen. Nein, das ist also unser Grundstück. Das, da gehört der Berg auch noch dazu. Und das zieht sich dann ein bisschen dort hinten. Ja. Und hier oben. Also eine komische Form. Es sind eigentlich drei Grundstücke. Insgesamt sind es 134 Hektare. Dann habt ihr aber das Grundstück bzw. das Haus so vorgefunden, als ihr es gekauft habt? Überhaupt nicht. Aha. Wir haben alles selber gebaut. Da ist überhaupt kein menschliche außer Hege. Ja. Kein Zeichen von Menschen gewesen auf dem Grundstück. Ja. Wir haben angefangen, hier, wie viele Australier das machen. Zuerst haben wir einmal einen kleinen Wohnwagen angestellt. Und zwar etwa hier, wo das Haus jetzt ist. Ja. Dann haben wir einen grossen Wohnwagen angestellt, weil die Familie gewachsen ist. Aha. Und dann war es im Wohnwagen einfach zu kalt. Ja. Weil da kann es sehr kalt werden, weit unter Null in dieser Gegend. Weiss man oft nicht. Australien ist nicht immer heiß. Ja. Ganz und gar nicht. Australien kann sehr kalt sein. Und dann, der Wohnwagen ist eben zu kalt geworden. Wir hatten hier keinen Strom, nichts. Und dann haben wir das Haus verbauen. Also kann man dann so sagen, deine Wurzeln sind jetzt hier? Oder ist das für dich nach wie vor eine temporäre Geschichte? Nein, sicher nicht temporär, aber meine Wurzeln sind in der Schweiz. Ja. Ich bin Schweizer. Ich bin ein Schweizer, der in Australien lebt. Schau, ich habe gelernt, im Verlauf der Zeit zu sagen, du bist dort daheim, wo die Menschen sind, wo du am liebsten hast. Mhm. Dort bist du daheim, ist eigentlich egal, wo du wohnst. Ob jetzt du in der Schweiz bist oder 18'000 Kilometer weiter hier in Wombat Creek. Hey. In der Nachbarschaft hat sich umgesprochen, dass der Urs Besuch vom Schweizer Fernsehen hat. Also Urs, was erwartet ist da? Ja, da erwartet uns eine ganz normale nachbarschaftliche Party. Ein Barbecue, ein australisches Barbecue. Und das findet im Chat im Gartenhäuschen statt. Typisch australisch. So, da sind die Leute. Ja. Und wir da. Hallo. Hey, das ist der Mick. Hey, Mick. Hallo, Mick. Schön, dich kennenzulernen. Bei diesem heißen australischen Wetter habe ich immer so einen Durst. Sehr gut, das gefällt mir. Schön, euch kennenzulernen. Sven. Oh, great. Thank you very much. Vielen Dank. Ah. Cheers. Thank you. Prost und nochmals danke für die Einladung. Urs, ist das ein typischer Chat? Ja. Was ist jetzt erzählt? Was zeichnet ein typischer Chat aus? Ein typischer Chat ist, dass alles dominiert wird von Männersachen. Je weiter weg geht, man geht von der Großstadt, ist es so, dass je mehr ist Chat wirklich Männerdomäne. Mhm. Und sogar, als ich vor 20 Jahren hier gekommen bin, war es so, dass bei solchen Partys die Frauen und Männer eigentlich fast strikt getrennt waren. Männer waren in einer Ecke und haben ihr Bier getrunken. Mhm. Und die Frauen waren in der Regel in der Küche und haben dort ihre Sachen diskutiert. Heute dürfen die Frauen dabei sein. Sie dürfen sogar mit Fremden flirten. Hello. Oh, hi, I'm Hallo, ich bin Julie. Nice to meet you. Hallo, ich bin Sven. Wie heißt du? Sven. Yes. Ah, schöner Name. Really? Wirklich? Danke. Thank you. Different. Different, yeah. Er ist anders. Eigentlich rede ich nicht mit Leuten, deren Namen ich nicht kenne. Mick und Julie, yeah. Das sind unsere wichtigsten Nachbarn. Ist das Nachbartum eigentlich etwas sehr Wichtiges? Ah, schon. Look. Wenn man so im Busch wohnt, da sind gewisse Sachen, die passieren können. Ja. Das Erste ist natürlich das Feuer. Das Feuergefahr ist immer da, außer jetzt gerade, wo es regnet natürlich. Ja. Aber normalerweise, wir sind umgeben von Feuergefahr, nämlich von Eukalyptuswäldern. Mhm. Man muss zueinander schauen. Das ist nachbarschaftliche Pflicht. Ja. Und eben, es kann ja auch mal etwas passieren, dass jemand von einer Schlange gebissen wird und allein ist. Und dann muss man halt reagieren. Ja, okay. Auf jeden Fall. All right, so we're gonna join a bit of wire on. Es wird ein länger und ein lustiger Abend. Irgendwann beschließt der Kollege von Urs Welterlin, der Brian Cox, mir das Zäunen beizubringen. Das kann ja nie schaden. Lektion 1, der Achterknopf. We come up underneath. Von unten hoch durchs Auge. So now we're going over. Ja. Under. Oben drüber und runter. Over. Oben durch, wieder runter. Back through there, under again. Und dann so. Right.
bending that. And you go. Okay. Jetzt sieht es aus wie eine 8. Also, du bist also der Zahnprofi hier in der Gegend. Ich baue Zäune seit 60 Jahren. Okay. Zum Gaudi von der ganzen Nachbarschaft bin jetzt ich dran. Das Greenhorn unserer Schweiz. So, und dann? Oben durch und zu dir hin. Jetzt mache ich den Achter. Ja. Unten durch und oben rum. Wieder unten durch und zurück hier durch. Drück ihn noch ein wenig runter. Aha, hier muss ich jetzt rein. Fest zurückziehen. Zurückziehen, fest. Hey, schau mal den Achter an, hä? Wie aus dem Lehrbuch. Hä? Hast du den Achter gesehen, Urs? Let's go! Thank you very much. No worries. Thank you. Der Zübauer Brian hat von den guten alten Zeiten geschwärmt, wo die Gegend noch die Hochburg von der Wollenindustrie war. Heute verlangt der Markt billige, synthetische Stoffe. Ich fahre am nächsten Morgen nach Crookwell zum Schafzüchter Charlie Prell. Hallo. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Yeah, thank you very much. Willkommen. Danke. So, wo ist die Arbeit jetzt? Da sind einige Schafe und dort der Scherstall. Okay, let's do it. Willst du ein Schaf scheren? Ja, ich will es versuchen. No. Okay, we'll see how we go. Come through. We'll leave the dog behind. Yeah. 1788 sind zusammen mit den ersten Siedlern von England die Merino-Schafe auf Australien gekommen. Heute sind es rund 80 Millionen Tiere. Too dangerous, sir. Der Stall ist etwa 100 Jahre alt. Wow, das ist aber wirklich alt. Wie viele Schafe hast du denn? Etwa 2000 zurzeit. This is Dick. Das ist Dick. Hi Dick, nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Sven. Sven, yes. Yeah. So Dick's gonna Dick ist Schafscherer. Also er ist der Profi. So how many sheep you do? Also wie viele Schafe scherst du in einem Jahr? Pro Jahr? Ich weiß nicht. 20.000, 25.000. Oh, really? Wirklich? Und wie lange brauchst du für ein Schaf? Kommt drauf an. Es gibt so viele verschiedene Arten. Irgendwo zwischen einer und 4,5 Minuten. Okay. Dann versuche ich auch eins in einer Minute. Ja. Der Dick bläut mir ein, ich müsse den Scherapparat wirklich festgreifen. Es haben sich schon ein paar Profischärer das Handgelenk gebrochen, wo das Messer in der Dickwulle hängen geblieben ist. Sieht ziemlich gefährlich aus. Ja. But not 150 sheep today. Zuerst hatte ich Angst, ich verletze ein Schaf. Aber nach ein paar Strichen komme ich so richtig in Fahrt. Das ist ja grossartig. Well, put it down the chute. Yeah.
Du hast gerade 2,75 Dollar für das Scheren eines Schafs verdient. Und 2000 Schafe warten noch. Der Charlie Perrell produziert Lammfleisch und Wolle. Die Wolle liefert er an Firmen, die Stoffe für Möbel und Kleider herstellen. Wie ist das Leben hier auf der Schaffarm? Und kommt aufs Wetter an. Aber ich denke, es ist ziemlich anstrengend hier. Ja, es ist sehr anstrengend, aber es lohnt sich. Die Tiere, die Natur, das ist fantastisch. Ich werde nie ein Millionär sein. Es ist kein tolles Geschäft, aber ein toller Lebensstil. Okay. Der Charlie wollte mit niemandem auf der Welt täuschen. Auch wenn er hier auf einiges muss verzichten. Sein Glück ist aber hart erarbeitet. In vierter Generation betreibt der Charlie den Hof. Zur Farm kehren 1000 Hektare Land dazu. Neben den schwankenden Fleisch- und Wollepreisen machen vor allem die Trockenperiode dem Charlie Perrell das Leben schwer. So. Du hast also erzählt, du musst zufüttern. Ja, mein Arbeiter da drüben macht das gerade. Sie bekommen dieses Kraftfutter mit getrocknetem Gras und Proteinen. Ein Kilo pro Tag und Tier. Und warum das? Weil es kein Gras mehr gibt. Und du sagst, schuld sei der Klimawandel? Die Trockenheit ist ein grundsätzliches Problem für uns Bauern. Aber der Klimawandel wird es noch verschärfen. Das ist meine Meinung. So, du musst also nach Alternativen suchen. Ich möchte Windturbinen auf meinem Land aufstellen. So hätte ich durch den Stromverkauf ein Zusatzeinkommen. Das wäre nicht vom Wetter abhängig, wie die Schafzucht. Nur vom Wind. In dieser Gegend gibt es viel Wind. Und warum hast du noch keine Windturbinen? Wir wollten sie eigentlich schon vor 10 Jahren aufstellen. Was ist passiert? Das wirtschaftliche Umfeld in Australien ist schlecht für Windenergie. Die politische Lage ist unklar, weil die Kohleindustrie viel Macht und eine große Lobby hat. Australien hat viel Kohle. Und die Industrie glaubt, man könne für immer einfach Kohle verbrennen. Ich habe das Gefühl, die Firmen und deren Chefs haben den verhängnisvollen Glauben, sie könnten sich aus dem Klimawandel rauskaufen. Mein Bild vom glücklichen Kontinent bekommt die ersten Risse. Das Naturparadies Australien ist pro Kopf gerechnet einer der grössten Umweltverschmutzer weltweit. Weiter geht's in die Blue Mountains, nach Katoomba, 1 Stunde westlich von Sydney. Das Städtchen lebt wie eine Haufen andere Destinationen vom Tourismus. Die Gäste kommen wegen der Natur. Immer noch das wichtigste Kapital von Australien. Hey.
Morgen treffe ich den Ururenkel von einem bekannten Engländer. Der ist vor 178 Jahren hier gestanden, hat die Natur bewundert und eine Idee gehabt, was die Welt verändert hat. That's great. Just pop it in here if you want. Oh, da geht's runter. Ich lerne einen schrägen, aber sehr sympathischen Vogel kennen. Du siehst aber startklar aus. Wie bist du denn unterwegs? Menschen bestiegen in diesen Kleidern den Mount Everest. Und wer ist das? Das ist Matthew, ein Wildhuhn. Ah, okay. Der Chris Darwin ist der Ururenkel vom bekannten Charles Darwin, Begründer von der Evolutionstheorie. Der Chris setzt sich für den Schutz von bedrohten Arten ein. Und warum bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Ich versuche, meinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Und der Anzug? Ich habe viele Anzüge, die in der Familie weitergereicht wurden. Ich will herausfinden, was die Australier von seinem bekannten Besucher Charles Darwin heute noch lernen können. Sein Ururenkel Chris zeigt mir die eindrücklichen Wentworth Falls in der Nähe von Katoomba. Der Charles Darwin hat die Gegend um 1836 im Rahmen von einer mehrjährigen Expedition erkundet. Er glaubt, wie alle damals fest daran, dass Gott die Menschen und die Natur erschaffen hat. Hier, an diesem Ort, hat aber das Weltbild Riss bekommen. Er wanderte hier runter und sah diese fantastische Aussicht. Hier entstanden die ersten kritischen Gedanken, die später in der faszinierenden Frage mündeten: Was sind wir? Stammen wir vom Affen ab oder wurden wir von Gott erschaffen? Charles Darwin hielt in seiner Autobiografie sein Denken fest. Er schrieb: Meine goldene Regel lautet, schenke jenen Fakten besonders viel Aufmerksamkeit, die deinen Überzeugungen widersprechen. Das war seine goldene Regel. Ich denke, das ist das Wichtigste, das wir von ihm lernen können. Überleg dir, was er da sagte. Das ist gewaltig. Selbstverständlich neigen wir dazu, alles zu ignorieren, was unseren Überzeugungen widerspricht. Darwins Grundhaltung macht das Leben absolut faszinierend. Denn plötzlich hat dich alles zu interessieren. Nichts ist sakrosankt. Du musst alles hinterfragen. Das ist wohl das Wichtigste, das ich von ihm gelernt habe. Er hat also viel verändert. Du hast auch viel verändert. Du hast dein Leben verändert. Erzähl mir etwas darüber. Viele von uns hatten schon einmal dunkle Zeiten im Leben. Ich auch. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Große Sache. Und natürlich kannst du danach nie mehr derselbe sein. Was hat sich verändert? Nun, davor war ich nur an Geld und materiellem Erfolg interessiert. Ich merkte aber, dass mir Geld nicht das geben konnte, was ich brauche. Darum wurde ich Bergführer und versuchte, ein fröhliches, optimistisches Leben zu führen und nicht mehr nach materiellem Reichtum zu streben. Chris hat früher gutes Geld als Werber gemacht. Sein Glück aber hat er in der Natur gefunden. Sven, hier wird's nass. Und wir laden alles ab. Ja, Rucksack runter und Neoprenanzug anziehen. Ich trage zwei Neoprenanzüge. Ja, und warum? Weil ich ein absolutes Weichei bin. Das ist der erste Sprung. Weil das Wasser nicht tief ist, musst du rückwärts springen. Was, rückwärts? Ja, rückwärts. Ah, also so. Ja, ist es sicher? Nein, überhaupt nicht.
Ist das schön hier. Hier gibt es Süßwasserhummer. Wollen wir einen fangen? Ja, klar. Die können dich ganz schlimm zwacken. Ah, wirklich? Ganz schlimm zwacken. Lass dich nicht erwischen. Er versucht's gerade. Jetzt bist du dran. Er kann mit den Scheren weit nach hinten greifen. Versuch, die Hand so flach wie möglich zu halten. So kann er dich nicht erwischen. Bist du bereit? Oder setz ihn auf den Stein. Wir machen es so. Ich halte ihn vorsichtig mit dem Stock und du kannst ihn sicher in die Hand nehmen. Hast du ihn? Halt ihn gut fest. Du tust ihm nicht weh. Und jetzt die Hand ganz flach. Sehr gut so. Das ist ein australischer Süßwasserhummer, ein Yabby. Das war aber knapp. Ich dachte schon, er gebe dir einen Abschiedskuss. Es ist beeindruckend, mit was für einer Begeisterung und Unbeschwertheit der Chris Darwin der Natur begegnet. Chris ist überzeugt, dass man mit positiven Erlebnissen in der Natur bei den Menschen viel der nachhaltigeren Effekte erreicht, als wenn man mit Moralisieren auf schlechtes Gewissen macht. Das ist schon noch, das ist der Höhepunkt, das ist das Sahnehäubchen vom Canyon. Sehr gut gemacht. Du warst super. Schau das Lichtspiel. Wunderschön. Chris will mir seine Familie vorstellen. Er besteht aber darauf, mit dem Velo heimzufahren. Der Chris wohnt 40 km weit weg von Katumba. Ich komme vor meinem Gastgeber bei seiner Familie an. Gut, dann parkieren wir hier. Hi. Hi, I'm Sven. Hallo, ich bin Sven. Du bist? You are? Monty. Monty. Und du? Ali. Ali. Monty, Ali. Und du bist? I'm Rezi. Mezi? Rezi. Rezi. Ah, okay. Und eure Mutter? She's im Haus, okay. Oh, okay. Hello. Hallo, ich bin Sven. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, ich bin Chucky. Wie ist das gelaufen? Chris ist unterwegs mit dem Fahrrad. Ja, er liebt sein Fahrrad.
Aber du darfst Auto fahren, oder? Ja, wir sind das Autoteam der Familie. Die Familie Darwin lebt in der kleinen Ortschaft Glenbrook. Der Chris ist ein Naturfreak. Seine Frau Jackie ist PR-Beraterin in Sydney und bezeichnet sich selber als City Girl. Ihr Haus ist der perfekte Kompromiss. Zwei Schritte hinter einem Sitzplatz von der regelrechten Urwald an. Poor old Ali. Yeah, it's not good. So, now what have we got? Who wants a coffee? Wie passend ein Naturfreak und ein PR-Berater in unserer Stadt zusammen. Auf den ersten Blick sind der Chris und Jackie ein kurioses Paar. Beim Morgenessen merke ich aber bald, dass sich da zwei Gegensätze gefunden haben, was sich bestens ergänzen. Wie steht es nun mit dem Umweltschutz in Australien? Muss schwierig sein. Alle reden nur vom Wirtschaftsboom im Land. Die Umweltverschmutzung ist groß. Australien hat einen größeren ökologischen Fußabdruck als die meisten europäischen Länder. Eigentlich als die meisten Länder der Welt. Wir könnten noch vieles verbessern. Ökologisch sind wir ein weniger glückliches Land. Ist der Klimawandel für euch erwiesen? Ja. Für mich ja. Es muss dringend etwas geschehen, meiner Ansicht nach. Australien hat bereits ein extremes Klima. Wir haben zwar nicht die tiefen Temperaturen wie ihr in Europa, aber wir haben die extrem hohen Temperaturen und heftige Stürme. Das wird immer schlimmer und unangenehmer. Nahrungsmittel werden teurer. Es wird viele andere Folgen haben. Aber ich denke, wir Menschen ticken halt so. Solange du nicht direkt betroffen bist oder besonders selbstlos, unternimmst du nichts gegen den Klimawandel. Ihr Ziel ist, Ellie, der Monty und der Ressi für die Natur zu begeistern und nicht wie andere Kinder Stunden vor dem Computer zu verbringen. Ich darf beim allmorgendlichen Ritual dabei sein. Und schnell merke ich, das machen sie nicht nur, weil das Fernsehen da ist. Die Kinder kennen alle Vögel, die hier im Wald leben. Sven, sie werden dir aus der Hand fressen. Setz dich hierher. Jungs, seid ihr bereit? Ah, schau dort. Wir müssen alle ruhig sein. Dann kommen sie runter. Du musst ganz ruhig sein. Er geht wieder. Keine Sorge, er kommt zurück. Sehr gut, du bist geduldig. Ja, ich bin halt ein Vogelflüsterer. Vogelflüsterer und Hummerflüsterer. Wie fühlt sich das an, Sven? Großartig. Ich versuche, jeden Tag so zu beginnen. Die Idee dahinter, wenn du mit einem positiven Gefühl in den Tag startest, kommt alles gut. Das Bild würde dem grossen Charles Darwin gefallen. Seinen Ururenkel, der dem Schweizer Journalist zeigt, wie wenig das braucht, das Glück in der Natur zu finden.
der nächsten Folge bekomme ich es mit Tieren zu tun, die man besser nicht von Hand füttert. In Sydney besuchen Caris und George Schwartz. Die Australierin und der Wassersurfer fahren seit 50 Jahren gemeinsam durchs Leben. Great! It still works! Und ein Wissenschaftler nimmt mich im Regenwald auf schwindelerregende Hechi mit. Auf Abwägen zum Glück. 12.378 Kilometer. Australien. «12.378 Kilometer Australien mit Globetrotter, dem Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. Globetrotter.ch